Christi Testament am Kreuz, sechstes Gebet der heiligen Birgitta. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. O Jesus, König und Freund der Seelen, der du allein aller Liebe und Sehnsucht würdig bist. Gedenke jener Betrübnis, die du empfunden, als du im Blöße und Elend von allen deinen Freunden verlassen, am Kreuz schwebtest und keinen anderen Tröster fandest als deine geliebte Mutter, die in Bitterkeit ihrer Seele mit heiliger Treue dir zur Seite stand und welche du deinem Jünger empfohlen, so wie du den Jünger anstatt deiner ihr zum Sohne gegeben hast, da du sprachst: Frau, siehe deinen Sohn. Und zum Jünger, siehe deine Mutter. Bei dem Schwerte des Schmerzes, das damals ihre Seele durchdrang, bitte ich dich, o gütigster Jesus, dass du in allen Trübsalen des Leibes und der Seele, am meisten in der Todesstunde, deine mitleidvolle Erbarmung und deinen Trost mir schenken wollest. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. O Jesus, Sohn Gottes, geboren aus Maria, der Jungfrau, zum Heile der Menschen gekreuzigt, nun im Himmel herrschend, erbarme dich unser. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen. Maria mit dem Kinderlieb. Uns allen deinen Segen gib.